Willkommen bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, bevor wir natürlich heute zu unserem Boykott kommen, zu dem ich natürlich aufrufe, mache ich erstmal einen Angriff auf diese Base hier. Also ich kann sie jetzt mit dem Zehner hier nicht angreifen, aber wir können hier mal reingehen und spähen. Denn die Base hier wollte ich jetzt eigentlich mit dem Schief machen und, mit dem Schief. Ich bin auch ein Schief. Nein, die wollte ich nicht mit dem Schief machen, sondern die wollte ich mit meinem Rathaus 7 machen. Nicht, dass ich diese Base hier auch noch boykottieren muss, aber wir gehen hier einfach mal rein. Ich sage jetzt mal Attack. Wir gucken uns den Angriff einfach von hier aus an. Ihr kennt das vielleicht noch. So, live ansehen und ich mache den Angriff jetzt mal von, von wo eigentlich? Ich komme hier oben erstmal rein, glaube ich, mit dem King. Der soll nämlich die Bogenschützen so ein bisschen auf sich ziehen hier. Das wäre ganz nett. Macht er das eigentlich auch? Müssen wir mal gucken, dass er jetzt gleich in die Richtung dann vom Magierturm rennt und von den Bogenschützentürmen. Zu den Bogenschützentürmen. Ah, das macht er nicht, aber Magierturm macht er schon mal. Das ist nicht schlecht. Hier in der Mitte muss ich gleich ein bisschen Gas geben am dicken Rathaus. Denn irgendwann kommt da auch die Clanburg raus, nämlich jetzt. Und die muss ich in jedem Fall irgendwie packen, die Clanburg. Und wenn es geht, mal sehen, wie viel Luftabwehren wir hier schaffen mit den Drachen. Ah, die Drachen sind echt suboptimal. Muss ich mal so sagen. Komm, pustet da noch ein bisschen mehr. Komm, mach die weg da, jawohl. Das ist sehr, sehr schön, dass sie das machen. Und dann gehe ich jetzt nämlich hier mit einem weiteren Wut in diese Base rein. Mal gucken, ob die Loons jetzt da bis zu der Luftabwehr kommen. Kommt noch ein bisschen weiter ein. Dann einen nach darüber. Ja, komm. Oh nein, oh Mist, ich könnte kotzen. Schaffen die das noch? Ich meine, das waren jetzt Max-Loons. Komm, lass noch einen abwerfen. Ach, geschafft. Glück gehabt. Ich dachte schon, die 8er Base muss ich auch boykottieren. Alter Verwalter. Mann. Also, das war Rathaus 7 hier auf Rathaus 8. Ja, ich meine, die 8er Base, die war jetzt nicht so gut. Das war nur das Rathaus, was 8 war. Aber trotzdem haben wir hier jetzt schon etliche Angriffe drauf gehabt. Und der Toto hat den hier wenigstens gemacht. Dann kann ich jetzt weiter mit den 7ern reinhauen. Und wir springen in unser 10er Dorf, um mit unserem Boykott anzufangen. Wow, die Kati hat den mal richtig abgeräumt. Den nehme ich in jedem Fall mal mit rein, denn schöne Farmangriffe, muss ich sagen, seht ihr bei mir auf dem Kanal ja eigentlich ein bisschen zu selten. Es sei denn, man schickt mir mal so alle Jubeljahre so einen Angriff oder so, den ich dann zeigen kann. Das ist aber auch eher selten. Also wenn ihr doch mal sowas Ähnliches habt wie Parturnax hier, die Kati, dann ruhig in mein Postfach totoclash1@gmail.com. Steht auch immer in der Beschreibung unten unter den Videos. Ab und zu gucke ich da tatsächlich auch mal rein in das Postfach. Und dann bin ich auch gewillt, das von euch gerne zu zeigen, denn so ein bisschen Farm von euch oder von mir ist dann ja eher selten. Ich meine, klar, ich mache immer mal wieder einen Farmangriff, gar keine Frage. Aber dass ich dann welche von anderen zeige, das ist dann doch eher selten. Aber cooles Ding hier. Und sie verbrät hier ruhig ein bisschen Dunkles, denn sie muss nur noch 3 Heldenlevel am Warden machen. Da kann man das, denke ich mal, ruhig machen. Ich glaube, sie ist schon ziemlich nah an Rathaus 12 dran, hätte ich mal fast gesagt. Und wir suchen, glaube ich, nach wie vor ein oder zwei noch Liga-Rathaus 12er. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich muss heute Abend mal durchziehen, wie viel wir haben. Einen bekommen wir noch aus dem Clan Herausforderer. Aber ich glaube, mit dem sind wir erst 12 oder 13 Rathaus 12er für die Liga. Und wenn wir hier in Champion bestehen bleiben wollen, dann müssen wir einfach nur noch mit 12ern kämpfen. Ansonsten müssen wir halt absteigen und können dann wieder mit unseren 11ern mit. Ich denke mal, in Meister 1 in der Liga oder Meister 2 hält man sich da sicherlich. Aber hier oben in Champion, dann haben wir letztes Mal ja nur Lack gehabt. Da wird es dann super, super schwer. Und mit nur einem Sieg sind wir ja noch in der Liga geblieben. Glaubt man kaum. Aber richtig cooles Ding hier. Schön gemacht von Kati. Ja, wen will ich eigentlich boykottieren? Ihn hier will ich boykottieren, den Händler. Mann. Da ist er wieder. Er bietet mir dieses... Ihr könnt euch nicht vorstellen, ich könnte durchdrehen. Ehrlich, ich könnte echt durchdrehen. Denn er bietet mir diese Potion an. Diese Potion will ich nicht. Ich will diese Potion nicht kaufen für 75.
Gems. Ich will sie einfach nicht, weil ich nutze sie nie. Ich habe davon noch 3 Stück, die habe ich auch nicht genutzt. Und die sammle ich jetzt bis 5, weil weiter geht's ja nun nicht. Aber ich möchte sie nicht, ich will sie nicht, ich nehme sie nicht. Und das Angebot hier, ich habe gestern Abend mal geguckt. Die Folge von gestern Abend war ja, ich sag mal, das Gleiche. Ich hoffe ja, dass die dann weg ist aus dem Angebot. Nein, ich habe sie immer noch. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr mir das in die Kommentare unter diesem Video schreiben, ob ich jetzt echt immer so lange warten muss, bis ich den gekauft habe, damit der nächste dann nachrutscht, damit meine Lieblingspotion, die Trainingspotion, da wieder auftaucht. Eigentlich ist das die Bilderpotion, aber die Trainingspotion, die kaufe ich hier immer. Jetzt habe ich gar keine Chance, hier noch zu kaufen. Also diesen Händler hier, den boykottiere ich jetzt komplett. So, Ende. Den nehme ich nicht mehr mit hier. Also die Gems hier, die Supercell immer gerne an mir verdient hat. 25 kostet ja die Trainingspotion und ich habe noch 5. Ich meine, im Moment muss ich keine nehmen. Aber wenn ich sie dann nehme, dann kaufe ich sie immer direkt nach, damit ich eigentlich immer genug habe, um immer mal wieder so einen Boost hinzulegen. Aber so, Supercell, nein, bin ich nicht mehr hier Shop-Mitglied, muss ich mal so sagen. Und boykottiere hier komplett diesen Händler. Da gucke ich gar nicht mehr rein. Ich gucke auch jetzt nicht mehr in den Shop rein. Da gibt es ja auch die netten Angebote, wo ihr natürlich, die solltet ihr nutzen, um eure Clan-Kameraden und Kameradinnen zu beschenken. Also es gibt wieder die Game-Pakete mit Zusatz, also wo eure Clan-Mates dann noch die Games bekommen zusätzlich, beziehungsweise sie bekommen sie ja zusätzlich. Und ja, das ist schon mal nicht schlecht, wenn da so einer für 109 Euro zuschlägt. 20 Leute, 100 Games, das ist schon nett, muss ich mal so sagen. Und er selber heimst ja auch 14.000 ein, ist ja auch ein Wort zum Sonntag. Ah, das Suchen ist schon echt leidig hier. Gold und Silber hätte ich gern. Den nehmen wir mal mit, würde ich sagen. Den nehmen wir mal mit. Hier oben ist vielleicht eine Sprungfalle. Ja, mal gucken. Nicht, dass ich da jetzt alle Riesen reintapsen lasse. Ah, nee. Okay, da ist keine Sprungfalle drin. Dann gehen wir hier mal mit unserer Truppe rein. Ja, ich habe im Moment, ihr seht das ja, die Kobis am Start, weil ich möglichst billig eigentlich farmen will. Und klar, ich könnte jetzt dunkle Truppen nehmen. Aber ich muss sagen, die Kobolde hier sind einfach nach wie vor unschlagbar günstig. Jetzt guck mal, wie weiter meine Maulbrecher. Meine Maulbrecher gehen schon wieder voll durch hier. Die gehen schon wieder voll durch diese Base durch. Und es ist einfach nur so genial. Hier muss ich mal eben so ein Heil und einen Wut schmeißen, glaube ich. Die könnten, vielleicht springen meine Riesen da. Wo geht denn die Karre eigentlich hin? Wo ist denn das Rathaus? Ich hab das Rathaus gerade mal nicht mehr im Blick hier. Ah, okay. Da ist, ach, was habe ich denn da drin? Jo, ich wusste jetzt gar nicht, was ich da drin habe, muss ich sagen. Und so, dann nehmen wir mal den Rest hier auch mit vom Schützenfest, glaube ich. Mit denen hier außen, ja, haben wir ganz gut gemacht. Das passt so, wenn er auf 0 ist, breche ich den ab, weil ich nicht so viele Pokale haben möchte, damit ich hier so ein bisschen in der Range bleibe. Also, ein paar haben wir gemacht. Ich droppe aber auch zwischendurch immer mal wieder hier so eine Gang. Und jetzt haben wir die Maschine verbraucht. Ah, ich habe 2 Maschinen da. Allerdings jetzt unglücklich das hier. Obwohl, ich muss sagen, der Felsenwerfer, wenn man den so mitten im Kampf setzt, der dann einfach mal noch so eine komplette Flanke leer räumt, der ist auch nicht schlecht. Warum ich eigentlich immer 2 Halshauer mache, weiß ich auch nicht. Und warum ich hier so viel habe, weiß ich auch nicht. Aber soll wohl alles seinen Zweck haben, hätte ich mal fast gesagt. Jetzt habe ich natürlich gar kein Heil. Okay. 2 davon, ein Heil. Ich nehme eigentlich das immer so. Ja, so passt es. So passt es. Hier haben wir nachtrainiert. Die Maschine brauchen wir nicht. Ja, wir machen mindestens noch einen Farmangriff. Ich habe ja eben gesagt, Farm sieht da bei mir ziemlich wenig. Aber ihn hier, ich klicke da ja immer wieder drauf. Das ist ja das Doofe. Ich klicke immer wieder drauf. Und gestern stand da auch noch 5 Stunden. Dann gibt es neue Sachen hier. Ja, es gab hier neue Sachen. Aber nur hier vorne nicht. Hier vorne hat das nicht gewechselt. Da stand gestern schon die Clock Power Potion. Heute steht die Clock Tower Potion da. Also es ärgert mich unheimlich, muss ich sagen. Es ärgert mich maßlos. Und deswegen boykottiert das. Kauft diese Potion nicht. Sage ich jetzt mal. Und wartet, bis es was Besseres gibt. Oder weiß der Geier. Ich habe heute schon so viele Kombinationen durchgerechnet. Ich habe gedacht, ich verkaufe hier diese Earnings hier, 10 Stück, macht immerhin 100 Gems, dann kann ich mir den mit 75 wenigstens da hinten leisten, dann verkaufe ich den wieder, dann ist der Verlust nicht ganz so schlimm. Aber so, nee, so läuft das hier nicht. Also, hier haben wir unsere zweite Base
Und oh, mal sehen. Ja, ich denke mal, hier gehen wir auch wieder mit unseren Riesen rein. Oh, scheiße, shit, 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 shit. Ja, fast vergessen umzustellen. Aber man kann ja jetzt so richtig schön während des Kampfes das Ding hier noch umstellen. Also, ich habe den Felsenwerfer am Start und wir haben auch schon einen Angriff damit im CK gestern gesehen. Den zeige ich euch gleich auch noch. Soll ja jetzt nicht so sein, als wenn hier jetzt nichts geht. Heute bei Toto auf dem Kanal. CK-mäßig meine ich. Ich meine, wir waren unter aller Sau. Das kann man ja mal wieder nicht anders sagen. Haben wir mal wieder angegriffen. Also eher so einen semi-optimalen Tag erwischt. So will ich das mal sagen. So, wo ist mein King? Wo ist mein King? Der King ist da. Ah, es dauert noch ein bisschen. Es dauert noch ein wenig. Dann kann ich gleich sicherlich auch meine Mauerhainis hier droppen, beziehungsweise den Felsenwerfer. Das ist nämlich eine echt gute, ein wirklich guter Helfer, muss ich sagen, beim Farm. Finde ich jetzt persönlich, denn der macht hier nochmal im Backend so ein bisschen Schaden, ne? Der macht nochmal im Backend so ein bisschen Schaden. Finde ich wirklich, wirklich cool. Und wir müssen, ich glaube, die heilen wir hier nochmal durch. Ich habe ein bisschen wenig Cleanup, sehe ich gerade. Ich habe ein bisschen wenig Cleanup, sehe ich gerade. Queen, komm, du brauchst nicht so weit laufen, du kannst hier springen. Aber cool gemacht, habt ihr gesehen. Also das Ding ist wirklich gut. Ich hatte ja ein paar Miner drin gerade und einen Riesen, glaube ich, oder zwei Riesen. Ah, cooles Teil. Cooles Teil hier. Schöne Bereicherung. Also ich muss sagen, beim Farm Rathaus 12 mit dem sicherlich nicht in den oberen Regionen, aber man kann ihn echt super, super einfach ein bisschen mitfliegen lassen. Dann, wo es ein bisschen eng wird, habt ihr das gerade gesehen, habe ich, glaube ich, ganz gut mal genutzt. Und Ressourcen haben wir. Ich will nicht so viel Pokale machen. Okay. Dann gucken wir uns den Angriff mal an. Denn der. Oh, das ist schon unser neuer CK. Denn ich glaube, der Splatman hat damit schon angegriffen. Mal eben schauen, dann haben wir den gleich mal drin. So, hier habe ich ihn für euch, ich habe ihn wieder gefunden. Also Rathaus 10 auf Rathaus 11 ohne Infernus, allerdings das Rathaus 11, aber hier haben wir den mal im Einsatz und wir haben dann am Ende eigentlich festgestellt, Funnel kann entfallen. Funnel kann einfach entfallen, ich lasse den Angriff mal anfangen oder ich lasse ihn mal laufen. Also erstmal kurz mit dem Loon den Magierturm hier und den Bogenschützenturm abgelenkt, dann Klon rein. Wut rein und was kommt raus? Jawohl, ein paar Loons und ein Elektrodrache. Richtig coole Sache hier. Also so kann man den wirklich cool nutzen. Das Schöne ist hier bei dem Luftangriff, Queen ist draußen. CB, ich glaube, da war ein Hund drin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, da war ein Hund drin in der CB. Gerade hier entfällt jetzt völlig das Funnel. Er hat natürlich jetzt auch Glück, dass die X-Bogen hier auf Boden stehen. Okay, der ballert jetzt trotzdem auf den King. Auf den King erstmal ein und muss sich jetzt hier erstmal gegen den Feger durchquälen. Also der Feger ist, ich hätte fast gesagt, der Feger ist eine sehr, sehr gute Defensivwaffe, also Gebäude. Denn der kann einen die Angriffe hier mal so richtig, richtig vermiesen. Aber ich glaube, jetzt kommen hier von allen Seiten noch Loons rein. Das war dann noch ein bisschen zu viel für die Base hier, auch wenn hier jetzt der Strudel ist, wo die kurz mal einmal so eine Polonaise machen, die Loons ist das, glaube ich, immer noch ganz, ganz gut gemacht hier. Jetzt nur noch die Waden, wo die Wadenstatue, die Wardenstatue. Also die des großen Wächters. Und dann geht es hier jetzt schon in den Cleanup rein. Also ich glaube, richtig cooles Ding. Und so haben wir das Teil mal genutzt. Also den Felsenwerfer. Ich muss sagen, der Begriff im Englischen gefällt mir nicht so gut. Stone Slammer, glaube ich, heißt er da ja. Denn ganz viele wollen jetzt immer einen SS haben. Und ich weiß genau, dass wir Deutschen genau mit diesem Begriff wieder in Verbindung gebracht werden. Und deswegen bin ich eigentlich ein bisschen traurig, dass ganz, ganz viele jetzt immer schreien, ein SS. Und irgendwann wird sicherlich in den Beschreibungen wieder was stehen hier, ihr Crowds, SS ist klar und so weiter. Ah, mal gucken. Aber ich wollte noch auf was hinweisen. Ja, ich habe ihn auch, den Spike. Kaktus hier, der kommt von Brawl Stars. Also Brawl Stars wird ja heute, ihr seht ja das Video am Mittwoch, wird heute released. Ich werde mir das Ding, ich werde mir das Game auch runterladen. Ich werde es mir mal angucken. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auch sowas auf meinem Kanal sehen wollt. Das werden dann aber eher so Noob-Folgen, wo ich eure Hilfe wahrscheinlich ganz, ganz stark brauche. Aber der hier war nirgendwo angekündigt. Es stand ja nirgendwo was, aber ich denke mal, zum Start jetzt von Brawl Stars hat man das hier einfach als
Gimmick eingebaut. Finde ich sehr, sehr gut. Ich habe jetzt, glaube ich, in jedem Dorf mittlerweile ein. Etliche andere von euch auch. Das habe ich gesehen im Community-Tab. War ja wieder die Umfrage, ob ihr den auch schon habt. Denn ich hatte ihn ja schon ganz, ganz früh im Totodorf. Super Sache. Habt da richtig viel geantwortet. Überrascht mich jedes Mal total, wie viel dann da auch Kommentare schreiben und auch schreiben, dass man auch jetzt die, auch das habe ich mittlerweile kapiert, dass man jetzt, glaube ich, die Flaggen hier, wir holen uns mal eine Flagge aus dem Shop, glaube ich, dass man die Flaggen hier jetzt aufnehmen kann und auch die anderen Sachen aufnehmen kann, die man hier als netten Gimmick reinnehmen kann. Hier diese Nationalflaggen, ich wüsste aber jetzt gar nicht, welche ich nehmen sollte. Ach nee, ich brauche ja, eine habe ich ja. Ich kann ja die deutsche Flagge jetzt, die kann ich jetzt wieder aufnehmen und kann sie jetzt kostenlos aus dem Shop wieder rausholen. Das ist nicht schlecht, muss ich sagen. Das finde ich sehr, sehr gut. Und hier ist sie, owned. Hier ist sie, sie ist owned. Ich kann sie dann auch wieder setzen. Das finde ich klasse, Supercell. Das ist ein echt tolles Feature. Gerade wenn man jetzt Bases baut und möchte nicht ewig seine ganzen Dinger hier bauen. Also die Sachen, die man dann immer aufstellen musste, immer die ganzen Flaggen und das ganze Grünzeug hier. Also das finde ich ist eine sehr, sehr tolle Erweiterung hier oder Bereicherung um dieses Dorf hier. Ich hoffe, die kurze Folge hat euch heute trotzdem gefallen. Boykottiert den Händler, kann ich euch nur sagen. Bis dahin, euer Toto. Clashed.